Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin die Inuri LP und wir werden zusammen Whispering Willows spielen. Ja, erstmal schön, dass du mit dabei sein möchtest. Das freut mich natürlich sehr. Und ich selbst kenne das Spiel noch nicht. Also für mich ist das mal wieder völlig blind. Und das Spiel ist aus dem Jahre 2014, ist also noch nicht ganz so alt. Circa 3 Jahre. Und wir spielen die Elena und Elena begibt sich auf die Suche nach ihrem vermissten Vater. Und ich weiß auf jeden Fall noch, also neben dieser Tatsache halt mit dem Vater, dass wir übernatürliche Kräfte besitzen, wie auch immer. Ich bin gespannt, was das damit auf sich hat. Und ich würde sagen, wir gehen einfach in das Spiel hinein. Achso, Profilname? Ja, Inuri. Und Deutsch, ne? Dann würde ich sagen, let's start. Ja, und da sind wir auch schon unter der Erde. Herrlich. Fängt ja gut an. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass Elena von zu Hause weggerannt ist, um ihren vermissten Vater zu suchen. Dabei ist uns ein Geist begegnet, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und wir hatten einen Traum, dass unser Vater entführt wurde von irgendeinem anderen Geist. Jetzt das, was ich so verstehe davon. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Was haben wir hier? Drücke Leertaste, um den Anhänger aufzuheben. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Das ist ihre Kette. Ach, hier haben wir auch ein Inventar. Sehr schön. Anhänger. Mein Familienerbstück. Es wurde über zahllose Generationen weitergegeben. Ja, dann pass mal besser darauf auf. Na gut. Dann kriechen wir hier mal durch. Neuer Tagebucheintrag. Willows Familienkatakomben. Was ist das für ein Ort? Ich habe mich so verlaufen und Mom weiß nicht, wo ich bin. Und ich sollte nach Dad suchen. Ich muss einen Weg hier herausfinden und weiter nach ihm suchen. Ich weiß das. Wenn ich nur hier herauskomme, werde ich irgendein Zeichen von Dad finden. Ich werde nicht aufgeben. Ja. Elena möchte gerne ihren Vater finden. Kann ich auch völlig verstehen. Ich würde auch so handeln. Allerdings gefällt mir das hier unten nicht. Menschenknochen! Das beruhigt mich jetzt völlig. Total. Wo bin ich hier? Wir gehen einfach mal. Gott, erschreck mich doch nicht so. Mädchen, hör mich an, Mädchen. Deine Energie ruft nach mir. Elena, der Anhänger um deinen Hals wurde von dem ersten Hochschaman des Quantaku-Stamms angefertigt. Meinem Großvater. Er leuchtet in der Anwesenheit von Geistern und verstärkt deine schamanischen Kräfte. Lass dich von ihm leiten. Er leuchtet in der Anwesenheit von Geistern? Der leuchtet doch gerade. Ja, super, ein Geist. Wir haben den ersten Geist getroffen. Drücke Q, um die Form zu wechseln. Okay. Ich mach das einfach mal.
Oh, wie cool. Wir sind jetzt irgendwie auch ein Geist. Flying Hawk. Der Geist und der Körper können voneinander getrennt werden. Aber letzten Endes müssen sie wieder vereinigt werden. Ein bruchstückhaftes Leben kann nicht gelebt werden. Ich habe meinen Körper verloren und nun sieh mich an, aber vielleicht kannst du mir helfen, ihn zu finden. Ich werde in deinem Anhänger verweilen und dir beibringen, die Dunkelheit abzuwehren. Flying Hawks Geist. Ja. Der ist jetzt in unserem Anhänger drin. Was mache ich jetzt? Hallo? Dort ist ein Riss über der Tür. Verwende ihn, um in den anderen Raum zu gelangen. Ja, mache ich. Wenn du das sagst, mache ich das doch mal. Von leuchtenden Gegenständen kann Besitz ergriffen werden. Gehe näher heran und ergreife Besitz vom Hebel. Na gut. Machen wir das mal. Wir waren gerade ein Hebel. Gut gemacht, Elena. Nun führe deinen Körper und deinen Geist wieder zusammen. Okay. Da bin wieder Mensch. Auftritt Flying Hawk. Ich kann es kaum glauben. Ich habe gerade einen Geist kennengelernt. Sein Name ist Flying Hawk und er ist einer meiner Vorfahren. Er hat mir gesagt, dass mein Anhänger Kräfte hat und er hat mir beigebracht, wie ich ihn verwende. Nun kann ich die Kontrolle über meinen Geist übernehmen. Das ist genau das, was ich brauche, um Dad zu finden. Ich war für eine kurze Weile ziemlich besorgt, aber ich glaube, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Wer weiß, was noch alles kommt. Aber ja, das ist dein Vorfahre und er ist jetzt in dem Anhänger, den du da hast. In den hübschen grünen Anhänger. Ich fühle mich sicher mit Flying Hawk an meiner Seite. Huch! Das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Die Tür ist ja jetzt offen. Die haben wir geöffnet, weil wir ein Hebel waren. Kiste! Ich bin nicht neugierig genug, um hineinzuschauen. Ja, toll. Aber ich bin neugierig genug. Guck da rein. Wie gemein. Warum guckt sie da nicht rein? Drücke Leertaste, um die Notiz aufzuheben. Wir haben eine Notiz. Flying Hawk, 1 von 5. Ich flog durch den Himmel, ehe ich mich auf den weißen Kopf eines großen Adlers niederließ. Ich wurde weiter nach oben getragen, über die Wolken, bis ich bei den Sternen war. Ich beobachtete, wie die Götter die Welt formten und ihren eigenen Körper als Ton verwendeten. Sie rissen ihre Herzen für den Erdkern heraus und ihr Blut ist das Wasser, das wir trinken. Wir gehen über ihr Erdfleisch und ihre Steinknochen. Schöner Gedanke. Als alles, was übrig blieb, nur noch ihre Hände waren, die zur Gestaltung der Welt verwendet hatten, wurden ihre Finger zu Bäumen, die unser Land bedecken. Ihnen verdanken wir alles und wir müssen unsere ewige Bindung ehren und in Harmonie mit dem großen Geist leben. Das Geisterreich ruft mich öfters als früher. Als Hochschamane der Quantaco muss ich die Aufforderung beherzigen und meinem Volk berichten, was der große Geist mir gezeigt hat. Ja. Gut. Hier ist eine Wand. Da können wir hoch. Und da können wir rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Wo stehen wir denn drin? In einem Sarg? Verzierter Sarg. Jemand muss diese Person wirklich geliebt haben. Ja, wenn derjenige so einen Sarg bekommt, dann wurde er vielleicht wirklich sehr geliebt. Sie ist verschlossen. Dort ist ein Halbmond auf der Tür abgebildet. Okay. Muss ich hier einen Schlüssel finden? Dann gehe ich mal runter. Ich gehe da mal hier rein, ne? Achso, mit Leertaste. Gut. Aber ich finde das schön, dass es immer speichert hier. Finde ich gut. Hier ist ein kleiner Engel. Ich mag Engel. Hier kommen wir nicht weiter. Was ist das denn? Loch in der Wand. Was könnte das verursacht haben? Tja, liebe Elena.
Das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall sind da Kratzspuren. wer weiß, was dahinter haust. Da fehlt jetzt nur noch, dass da so rote, leuchtende Augen hervorblitzen. Und es knurrt. Na gut. Nein, da knurrt noch nichts. Zum Glück. Ich frage mich, was in all diesen Kisten ist. Hast du nicht eben vor ein paar Minuten gesagt, du bist nicht neugierig genug, um in die Kisten zu schauen? Und jetzt bist du neugierig und willst in die Kisten schauen und machst es immer noch nicht? Ah, Mädchen, Frauen. Neue Notiz hinzugefügt. Ja, lesen wir. Versum Willows, 2 von 13. Meine liebste Martha ist furchtbar krank geworden. Sie hat sich eine Dysterie zugezogen. Der Arzt, den wir mitgebracht haben, glaubt, dass sie überleben wird. Aber ich bin in einem ständigen Zustand der Angst. Ich kümmere mich jeden Tag und Nacht um sie. Sie kann schließlich nicht für sich selbst sorgen. Es schmerzt mich, dass sie das schöne Land nicht sehen kann, das wir durchqueren. Es kommt mir vor, als würde der Anblick ihr gut tun. Aber der Arzt hat gesagt, sie dürfe sich weder bewegen noch von jemand bewegt werden. Sonst könnte ihr gebrechliche Verfassung ihr zum Verhängnis werden. Ich bete zu Gott, dass er sie rettet. Ich kann nichts tun, außer zu warten und zu beten. Ja, das stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn man, ja, nichts tun kann und wenn ein geliebter Mensch krank ist und, ja, man kann nichts tun, außer zusehen und hoffen. Das stelle ich mir wirklich tragisch vor. Ja. Was ist das? Ich will da nicht durchgehen. Toll. Das war so lang, das kann ich gleich lesen. Irgendwas Flaschenzug sieht aus, als würde er etwas unter mir... Hat sie denn jetzt? Würde etwas unter mir bewegen. Vielleicht ist die Tür zur Gruft ein Stock. Was? Ah ja. Kann ich mich verwandeln? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da interagieren? Nö. Okay. Achso. Ich muss ja zurück in meinen Körper. Ich bin von da gekommen, ne? Und dann gehe ich mal hoch. Neue Notiz. Hier, ne? Das hatten wir. Flying Hawk 2 von 5. Der große Adler ist zurückgekehrt und hat mich wieder auf seinem weißen Haupt mitgenommen. Wir stiegen in die Luft empor und ruhten auf den Wolken. Ich konnte über den Horizont hinaussehen und das, was ich sah, verschlug mir den Atem. Als würde mir das Herz aus der Brust gerissen. Die Erde drehte sich um sich selbst, wie auch mein Magen. Die Welt war in einem gewissen Umbruch. Blasse Figuren marschierten über das Land und brachten Decken des Todes, die sich über mein Volk legten, während es schlief. Ich sah, wie Staubschwaden den Himmel verdunkelten. Keine Pflanzen wuchsen mehr und riesige schwarze Flüsse zogen sich durch das Land wie infizierte Adern. Monströs aussehende Tiere aus Metall und Industrie werden unser Land überfluten und die Bande, die wir so sehr gepflegt haben, werden zerstört. Er redet bestimmt von den Menschen und so ist es auch, wie er beschreibt. Die Menschen machen die Welt kaputt. Das ist unheimliche Loch. Ich wollte gerade mit der Maus zeigen, man sieht meine Maus gar nicht. Eine Urne. Mein Großvater ist in einer von diesen. Okay. Sarg von Wöhlert Hecker. Rest in Peace, Hausmeister des Willows-Anwesens. Okay. Toll, die ist auch verschlossen. Was war das? Ich glaube nicht, dass mein Körper da durchpassen würde. Ja, dein Körper nicht, aber dein Geist. Sehr schön. Ah, hier, da haben wir einen Hebel. Ich bin wieder ein Hebel.
Sehr cool. Wir haben die Tür geöffnet. Ja, da hinten ist ein Schlüssel, den sehe ich schon. Eine Kiste. Da sagt sie jetzt nichts mehr. Huh, ein Schlüssel für eine Art Lager. Ein Lagerschlüssel. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Aber wir haben, glaube ich... Was war das? Achso, ein Riss in der Decke. Wir haben, glaube ich, noch keine Tür mit Lager entdeckt, oder? Ich glaube nicht. Hier war... War ich da schon dran? Hallo? Achso, Leertaste. Ich mache immer nach unten, nach oben. Sie ist verschlossen. Die Tür ist mit Blut beschmiert. Seht ihr das an der Wand? Da sind auch so blutige Kratzspuren. Da wartet was Wildes auf uns. Etwas Wildes. Na gut, da ist wieder ein Engel. Da. Voll süß. Ich mag Engel. Ah! Es scheint, als wären hier wirklich eine Menge Leute gestorben. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du schließt die Tür mit dem Lagerschlüssel auf. Ja, das war jetzt Glück, dass ich hier lang gegangen bin. Wieso leuchtet jetzt mein Anhänger rot? Warum bewegt sich dieser Käfig von alleine? Ist er wieder grün. Was auch immer das verursacht hat, hat versucht, durch die Decke zu kommen. Die Geräusche, voll krass. Wursum Willows 1 von 13. Dieser Tag läutet das Kommen eines neuen Zeitalters für mich ein. Die Geschichtsbücher werden mich preisen und die ganze Welt wird von meinen Taten erfahren. Ich mache mich auf den Weg, um den wilden Westen zu besiedeln. Wie immer folgt mir mein treuer Begleiter Darby O'Halloran. Es war eine große Erleichterung zu wissen, dass er mich begleiten würde. Oh, die Geräusche machen mich total bekloppt. Er ist mit Abstand mein vertraustester Freund und ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Mit uns kommen 24 Männer, die für meinen Vater gearbeitet haben, aber jetzt unter meinen Diensten stehen. Sie werden wichtig für die Routinearbeit sein. Natürlich folgt mir auch meine schöne Braut Martha, die darauf bestanden hat, mit mir zu kommen. Der junge Markus bleibt allerdings im neuen in Neuengland. Er ist 16 Jahre alt, schon fast ein Mann. Er wird seine Ausbildung und seine Lehre unter meinem Vater fortsetzen. Er könnte keinen besseren Lehrer haben. Tut mir leid, aber die Geräusche machen mich total wahnsinnig gerade. Der Junge hat mich gebeten, ihn mitzunehmen, aber ich habe ihm gesagt, dass er das Richtige für das Familienunternehmen tun muss, dass jemand es betreuen muss, während ich mich im Westen etabliere. Er ist ein starker Junge und hat die Notwendigkeit seines Opfers verstanden. Ich habe ihn noch einmal fester umarmt, als ich es je zuvor gewagt hatte. Aber er würde bald ein Mann sein und ich wusste, dass er damit klarkommen würde. Gut. Da hatten wir nochmal einen schönen Text. Und Kratzspuren an der Wand und schöne Geräusche zum Abschluss, denn hier beende ich den Part. Mir gefällt das Spiel bisher sehr, sehr gut. Ich finde das gut gemacht, dass man die Form wechseln kann, also dass Körper und Seele, Geist oder wie man das auch nennen möchte, sich trennen können. Ja, sie hat Angst oder wie auch immer. Ich hätte auch Angst. Ich habe... oh, diese Geräusche. Ich habe Kopfhörer auf, das ist mega laut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Part wieder. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dann.